Ich bin stolz und froh, dass vor 100 Jahren viele starke Frauen für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Und zwar erfolgreich gekämpft haben. Denn das Recht zu wählen ist das Recht, Demokratie zu gestalten und Gesellschaft zu prägen. Und es ist wichtig und unverzichtbar, dass wir vielfältig sind in der Demokratie und vielfältig in der Gestaltung von politischen Rahmenbedingungen. So sind für mich vor allem auch Frauen mit Behinderungen immer noch eine der Gruppen, die deutlich unterrepräsentiert sind in politischen Entscheidungsgremien. Deswegen, liebe Frauen, Rechte haben heißt auch Pflichten haben. Und deswegen ist für mich eine der ganz wesentlichen und wichtigen Pflichten in meinem Leben, dass ich Demokratie aktiv gestalten will als Präsidentin des Sozialverband VDK und auch die Stimme von Frauen mit Behinderungen in der politischen Arbeit vertreten möchte. Denn Diskriminierung vermeiden, dafür ist die eigene Perspektive wichtig und dafür ist es wichtig, dass viele mutige Frauen vorangehen und Maßstäbe setzen, wenn es darum geht, wie unser Leben in der Zukunft ausschaut. Deswegen nehmen wir unser Recht an, gestalten wir Politik, gestalten wir unser Zusammenleben und nehmen die Sache selbst in die Hand. Los geht's, Mädels!